Komm, mach voll. Oh, wenn wir das gleich auftischen, ey, die Elche freuen sich den Ast ab. Lecker! So, Mangiare. Genau, jetzt geht's zur Anlage. So. Ja, gib gleich Essen, ne? Da hast du schon richtig Bock drauf. Auf eine Schubkarre voll Holz. Was ist denn Elch zum Nachtisch? Holz. Baumkuchen. Machst du das sonst alleine? Das machen wir sonst alleine, ja. Echt? Boah, da hast du aber richtig Glück, dass ich heute hier bin, ne? Ist ja wie Urlaub für dich, ne? Quasi. Quasi, ja? Ja. Kannst du mir helfen? Ah! Oh, warte mal, jetzt sind wir offiziell Backstage bei Edeka. Ja. Oh nee, oh, de Blumen komen. Oh, dat is aber schön. Bringst du de Tulpen in het Rijn? Ja. Oh, sind die auch aus Holland? Natürlich. Oh, natürlich. Oh, mein lieber Mann, hör mal, hier ist aber, ich hoffe, das ist das Leergut. Ui, hier riecht's aber auch angenehm. Also der Pfandautomat, ne, das war ja, als würdest du in Douglas reingehen. Ne? Also herrlich. Was da natürlich geruchstechnisch geboten wird, da möchte man natürlich verweilen. Passt? Ganz rein. Ach, ganz rein. Ist das schon ganz, ist doch ganz drin. Ja gut, dann mach die Luke bitte zu. Ah, du bist aber auch krass. Nee, der muss da wirklich. Ja. Drin. Ja, aber an alle Jungs, die Leergutannahme mehrmals am Tag sauber machen, 3 Ausrufezeichen. Schauen, dass der Mülleimer immer leer ist und der Boden sauber ist, 2 Ausrufezeichen. Warum steht da nur an alle Jungs? Weil tatsächlich hier nur Jungs sind. Ehrlich? Ja. Frauen arbeiten nicht in der Leergutannahme? Nein. Wir brauchen natürlich mehr Frauen in der Pfandabteilung. Also Leergut können nicht nur Männer, das können auch Frauen. Und das wäre natürlich total geil. Also ich wäre sofort dabei. So ein kleines Workout hinten dran, schöne Stunde Pfand, da kannst du jetzt Fitnessstudio sparen. Liebe Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, mir geht es gut. Ich habe eine Tätigkeit, die mir sehr viel Spaß macht. Und ich bin fürs Leergut zuständig. Die einzige Frau neben all den Jungs, die hier arbeitet. Nun bewege dich, Chris. Das Leergut verschiebt sich nicht von alleine. Komm, geh mal zu den Erdmännchen. Richtig, weiter geht's. Wir haben ein bisschen Krabbelgedöns hier. Und ein bisschen Obst und Gemüse. Ist ja widerlich, ey. Kevin. Ja, die Erdmännchen, die lieben. Wer soll denn die Scheiße hier essen? Das ist ja. Da, einfach machen, nicht nachdenken. Okay, zweiter Anlauf. Zweiter Anlauf. Soll ich dir ein bisschen helfen? Ja, ja. Findest du das nicht eklig? Nö. Ne? Ne. Was essen eigentlich die Kakerlaken? Gibt es da noch eine kleinere Küche, wo deren Essen zubereitet wird? Oder? Nein. Bei der Futterzubereitung hat der Luke sich ein bisschen angestellt. Da müssen wir Tierpfleger ein bisschen abgebrühter sein. Boah, das ist ekelhaft. Das muss er auf jeden Fall noch lernen und verbessern, wenn er hier später mal ein bisschen was machen möchte. Das war mega ekelhaft, aber ich glaube, wenn man dann in den Augen der Erdmännchen sieht, wie die sich freuen. Du wirst es sehen gleich. Dann hat sich das alles gelohnt. Das lohnt sich, ja. In München-Erding wird es heiß, denn es ist ein neuer Saunameister in der Stadt. Sein Name? Olli Pocher. Hallo, dann kommt doch mal bitte rein in die gute Stube. Hallo, schön, dass ihr da seid. Kommt rein, wir haben schon mal aufgeheizt bei den aktuellen Energiepreisen. Olli, hallo, servus. Hallo, servus. Hallo, guten Tag. Hallo, Claudia Roth, schön, dass sie da ist. Servus. Hallo. Also, wenn wir hier nicht Material fürs Netz produzieren, wo dann? Sensationell. Guten Morgen, Herr Pocher. Guten Morgen, Herr Pocher. Es geht doch. Ach, hier sitzen auch noch Nackte. Hallo. Und wir haben ein Geburtstagskind. Sehr gut. Wie alt bist du geworden? 50. Das ist ja sensationell. Was gibt Schöneres, als 50. Geburtstag nackt mit fremden Leuten zu verbringen?
oder? Und ihr seid aber auch hier direkt vom Ballermann eingeflogen, wenn ich das richtig sehe, oder? Also wirklich, guck doch mal bitte, er hat sich als Kondom verkleidet, sie ist irgendwie, läuft bei mir als Eierwärmer, oder was ist das jetzt irgendwie? Und ich habe keine Ahnung, warum ich mir die Schlepphoden von ihm hier oben angucken muss, irgendwie. So, meine Damen und Herren, das hier fand ich wirklich sehr interessant. Zahnpasta im Supermarkt. Verstehen Sie? Oh, hier sitzt es sich aber gut, hör mal. Das ist so mein Luxus, weißt du, wenn ich einkaufen gehe, freue ich mich immer auf diesen Moment, weil ihr einfach immer so und auch dieses kurze Quatschen, weißt du. Und wie ist es heute? Ja, du weißt ja, wie es ist, ne? Das ist ja ja nicht schön gewesen. Ach, aber gut, siehst du aus, hast du ab, wieder. Ich bin richtig aufgeregt. Ich darf schon anfangen? Genau. Und das lasse ich einfach fallen? Ja. Oh, das ist ja cool. Guten Abend. Hallo. Hallo. Und was gibt es heute zu essen? Nicht viel. Wie habe ich es jetzt gemacht? So super, der erste du hast Kunde? Super geschlagen. Das sagst du doch zu jedem. Nein. Was machen wir jetzt? Erstmal darfst du die Kutte anziehen. Also eigentlich machen es meine Jungs oberkörperfrei, Olli. Reicht jetzt, ihr verrückten Sexschweine. Mein Körper ist für Cora da. So. Da ist Amira jetzt so stinksauer, wenn sie jetzt sieht, dass sie das nicht mehr hat. So. Vorsicht, langsam. Ach. Falsches Loch. Also, ganz ehrlich, das sind eure Lacher hier in der Sauna. So, als erstes müssen wir natürlich den Duft auf den Ofen bringen. Den Duft auf den Ofen? Ja, aber Vorsicht, heiß. Naja, echt? Ja. Schütt dich alles rein oder wie läuft? Dann hauen wir den gelben Schnee mal hier in die Tonne rein, oder?